So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mini Warriors. Yay! Ja, was ist passiert in letzter Zeit? Nichts. Ich habe heute noch ein paar Daily Quests gemacht gehabt. Die möchte ich gleich mit euch beiden natürlich ein wenig euch abschließen. Hier, normale Stages, dann nochmal Elite Stages, 3, 4, 5 Battles. Habe ich natürlich alle verloren, ist ja logisch. Ein Encounter Battle gewinnen. Encounter Battle fighten. Und das war's, habe ich dann gewonnen, okay. Und 10 Moral. Achso, das sind ein paar andere, cool. Das sind mal andere. Use more skills 10 times. Ich dachte, das ist jeden Tag das gleiche. Weil das sah immer die letzten paar Jahre so aus. Gut. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, es ist immer gleichen, aber anscheinend nicht. Gucken wir mal, ob wir irgendwo Vierer kriegen. In den Kommentaren wurde auch geschrieben, ich hätte meine ganzen Juwelen. Also, das konnten die Leute nicht wissen. Ich habe das ja wieder ein bisschen im Voraus aufgenommen gehabt. Ich hätte meine ganzen Juwelen nicht für diese Goldkirche ausgeben sollen, aber weil die Leute meinen, ne, in Goldkirche kommt man doch oft genug ran. Oder was gab's noch? Ja, man sollte sich lieber die Event-Items kaufen. Na, bin ich jetzt nicht unbedingt so der Fan von. Im Shop könnt ihr ja sehen, gibt's ja aktuelle Event-Items, der hartes Items. Ich will ungerne ein Set unfertig haben. Also wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Ich denke, ich kriege aber in der Zeit locker keine 3.000 bis 4.000 Kristalle zusammen. Deswegen will ich mir den hier einfach kaufen, weil ich den einfach nicht vollständig hätte. Dann ist das ein bisschen schade. Deswegen mache ich das da eigentlich auch nicht unbedingt so gerne. Deswegen habe ich die einfach für Kirche ausgegeben. Ich finde es auch in Ordnung, für die Kirche auszugeben. Jetzt habe ich ein paar mehr Einheiten halt. Und dann wurde halt noch gesagt, man kann über diese Star Rewards die Dings bekommen. Die Kelche, das hat er absolut recht. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen gehabt. Gut, wir sind Level 32 gekommen und haben einen Giant bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon mitbekommen hatten. Oder ob wir es beim letzten Mal schon hatten. Ich glaube aber nicht. Ich muss ihm, einen Stein muss ich ihm noch verpassen. Explosionsmäßig könnten wir ihm theoretisch so ein Ding upgraden. Was haben wir hier sonst noch? Okay. Achso, die Zauber sind theoretisch das, was dann das wäre, ne? Also, wenn wir Explosion erhöhen würden, zack, einmal upgraden, warum nicht? Brauchen wir dann 7 Stück von den Dingern noch, kann ich ja später mal farmen. Giganten kosten 12 Moral, aber haben halt wirklich sehr, sehr viel Leben und sehr viel Angriff. Also, vom Angriff her fast an den Ninja anreichend, aber haben noch vierfach an Leben. Moral, plus 6 dran, ne, ist mir gerade zu teuer. Das will ich dann doch nicht machen. Gut, wir hatten beim Warehouse hatten wir noch ein paar Kisten. Wir haben zwar nur einen Silberschlüssel, aber das ist in Ordnung. Oh, was haben wir da Schönes bekommen? Ein Knight's Helmet. Und halt durch die Encounter Battles, die wir gewonnen haben, auch noch ein paar Kisten. Aber es ist nicht, ist ein bisschen Gold, aber das war es auch gewesen. Da ist jetzt nicht unbedingt was unbedingt sehr, sehr interessantes. Da kommen noch die Bronze-Chest auch. Ich habe 23 Bronze, ich weiß nicht, wo ich die ganzen Chests hier habe. Ein Guardian, oh, das ist noch nicht schlecht. Guardians Ring. Und wir haben noch so viele Items, die wir noch gar nicht mit da unten. Zwei Warrior Helmets hat man noch gar nicht vergeben gehabt. Das ist echt schade. Aber ich will ja, wie gesagt, ohne euch nicht wirklich was machen. Deswegen muss ich da mal warten, bis ich wieder aufnehme. Und ja. Equipment habe ich voll. Ich würde es erstmal den Vierer geben. Der kriegt, okay. Sarah. Die kriegt erstmal ein. Cool, es ist das gleiche. Ne, der kriegt aber so ein Ding hier. Das ist stylischer für sie. Und Attack Plus und Defense Plus. Ich glaube nicht, dass sie das... Achso, Una ist ja überhaupt gar nicht meine... Shatsu ist noch ein Dinger. Ein Alilana. Der Rest ist alles blau. Gut, dann kann man dem restlichen die blauen geben. Unser Schütze. Guardians Ring. Okay, geben wir noch Azoten Helm. Und dann sollte ich eigentlich alle Items vergeben haben, soweit ich weiß. Es ist skillmäßig, müssen wir auch noch ein Dings upgraden, damit wir die Daily Quest bekommen. Und ich würde sagen, wir upgraden einfach mal den Demon Attack. 12.000 Gold und 9 von den Rollen. Was haben wir sonst noch auf den Lilanen? Sarah wurde. Including the Hero. Ich würde auf jeden Fall, kann man das mal upgraden, warum nicht? Jetzt auf jeden Fall mehr Heal. Und was hat er noch, der Shatsu? Okay, ein bisschen mehr Damage, aber das machen wir dann halt täglich dann immer wieder. Wir kriegen Gawain und Sarah Vanguard geupgradet. Immer 2 Level sind es, also die man durchs Training kriegt, immer 2 Level. So viel Erfahrung kriegt man, wenn man 2 Level kriegt. Warten wir mit den Skills dann nochmal, bis wir die Daily Quests brauchen. Also, das haben wir hier, zack, und da können wir die nächsten 10 Dinger claimen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe hier mal die Boss-Challenge, also deswegen habe ich so viele Silber-Chests. Interessant. Ich denke, ich werde auch, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, denke ich darüber nach, ob ich nicht 2 Parts Mini-Warriors pro Tag hochlade, weil ich einfach zu viel aufgenommen habe. Es tut mir natürlich auch sehr leid, aber das ist, ich habe so viel aufgenommen, das geht gar nicht.
Kommt man einfach gar nicht hinterher. So, ich werde einfach mal einen Riesen reinschmeißen. Einfach hier so rein. Zack. Dass der. Wow, AOE Damage. Das ist so mega awesome. Mein Riese kriegt einfach nicht wirklich Damage, würde ich sagen. Kabam. 209 Schaden. Das ist richtig. Also, das ist wirklich komplett der Schaden, den man da sieht. In diesem einen Menü da, oh, mein Riese ist getötet worden. Den Schaden kriegen die Gegner auch. Also 100 hatten wir, also 108 gehabt, jetzt haben wir 209. Das heißt, also der Schaden geht direkt durch. Curse of Weakness. Redemption. Alle Gegner sind jetzt mal ziemlich hartnäckig, muss ich sagen. Das hat doch ein bisschen länger gedauert, der Kampf, oder? 40 Sekunden, 41, 42. Hm. Und vielleicht bin ich nur verwirrt, weil ich sonst immer mit vierfachem Speed kämpfe. Victory! So, da haben wir so ein Ding bekommen, so ein, was für meine Archer oder meine Arbalestenschützen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, für wen dieser Holzstamm gewesen ist. Auch die ersten der Welt, also ich weiß es noch überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich weiß, diese Ninja-Waffen, also die Kunais, sind für die Ninjas und die Steine für den Riesen. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wer hier welche Items kriegt. Also ich weiß nicht, merken kann ich mir das noch nicht wirklich. Bam! Und das ist richtig gut, der Riese macht richtig viel Schaden. Ich brauche auf jeden Fall noch 10 Moralpunkte. Damit ich ihn zweimal direkt casten kann. Weil der Riese ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Er macht wirklich viel, viel AOE-Schaden. Und kann halt extrem viel aushalten. Ich liebe den Riesen. Der ist cool. Also gerade ein bisschen viele rote Einheiten. Das gefällt mir gar nicht. Wo sind eigentlich meine Einheiten? Ach, da oben sind die. Campen die alle rum. Wenn die unten alle auf die Fresse kriegen, campen die da rum. Oh, mein Gawain wird gleich getötet. Nein, Gawain, stirb nicht. Du wirst doch nicht sterben. Ah, ich muss auf jeden Fall die ganzen Skills hoch. Ich glaube, Level 10 ist, glaube ich, der maximale Skill. Na, nicht hängen bleiben hier. Böses Game. Level 10 ist, glaube ich, der maximale Skill, weil ich hatte eine Rolle 7 bis 10 gesehen gehabt. Vielleicht gibt es noch weiter, ich weiß es gar nicht. Soweit bin ich zumindest noch nicht gekommen. Ah, 2025 auf jeder Einheit, das ist echt fett. Zumindest habe ich schon eine Scroll gesehen, upgradet den Skill von Level 7 bis 10. Also ich denke mal, so 10 könnte vielleicht schon das Maximum sein. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Oh, da passt der Riese ganz gut hin. So ein Healing Blast könnte ich wahrscheinlich auch gleich mal benutzen. Ich skill es einfach mal, warum nicht? Ob wir uns ein bisschen hochheilen, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Gefühlt sieht es natürlich nicht so aus, aber naja. Freedom Cry! Das ist aber der generische gewesen. Mega Healing. Ja, die Gegner können natürlich auch heilen. Aber doch, ich finde, Gawain ist so ein awesome Hero, ohne Scheiß. Der hält so viel durch und macht so viel Schaden. Und sein Demon Attack Skill ist auch nicht ohne. Also, der haut schon wirklich krass rein. Au, der Rain of Arrow von denen hat mir gerade ziemlich zugesetzt. Ach ja, stimmt, ich könnte übrigens mein Unit Level noch upgraden. Ich habe vorhin ein Prestige-Level, deswegen habe ich auch jetzt die Riesen schon 32 und 33, habe ich glaube schon. Kommen wir ganz kurz nach zurück, nach Hause. Welches Prestige-Level? Ich glaube, ich habe 33 als Prestige-Level, richtig? Okay, 32, deswegen habe ich auch schon die Riesen. Ich dachte, ich habe sogar noch einen, aber anscheinend nicht. Ich könnte die jetzt theoretisch noch einmal um die zwei Level upgraden, aber... Ich glaube, das machen wir später irgendwann mal wieder gemeinsam. Also komplett richtig, wenn da 10 Level sind. Okay, Grizzle. Ach stimmt, bei den meisten war ja noch so, dass ich gar nicht upgraden konnte. Keys. Oh, da muss ich mich ganz kurz mitnehmen. 356 Schaden mehr, das ist auf jeden Fall definitiv worth. Na komm, upgraden wir mal die ganzen, die sehr, sehr viele Level hinten hängen. Aber ich glaube, 62 ist ansonsten ganz in Ordnung. Und die sind ansonsten gar nicht mehr im Team da drin. Ne? Da muss ich mal ganz kurz wieder die Synchro neu starten. Ah, ich hasse das. Ich hasse, dass es Asynchro wird. Das geht mir mega auf den Sack. Und jetzt haben wir, was haben wir noch? Ah, abgestellt. Siehst du? Jetzt hätte man sich dann auch sparen können. Egal. Schauen wir mal, was es morgen natürlich wieder für schöne Dings gibt. Für schöne Daily Quests. Da bin ich ja mal gespannt. Wir machen aber trotzdem noch den Boss gegen 8094 Gold bringt ein einziges Level. Das ist so heftig. Das ist echt eine ganze Menge Gold. Also man muss da 8 Level machen, da hast du 64.000 Gold. Und so ein Upgrade kostet gerade mal 120.000 Gold. Also... Geld kriegt man ja. Oh, der hat schon wieder Thor. Zumindest ist der hat Thor Summer als Skill. Au. Sind ja echt viele und starke Gegner, ne? Oh, jetzt habe ich Blessing. Eigentlich wollte ich Boom benutzen. Scheiße. Ist egal. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist doch egal.
Ja, übrigens, vielen Dank für die ganzen Tipps und so weiter, die ihr mal in den Kommentaren schreibt. Das hilft mir. Oh, der hat zwei Riesen geskillt, da unten seht ihr es. Zwei gegnerische Riesen. Die Tipps helfen mir auf jeden Fall immer ganz, ganz enorm, auch wenn ich das, ach Mensch, ich hasse Erst-Server, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, ey. Scheiß Dreckding. Auch wenn ich das dann vielleicht schon wusste, haben mir die trotzdem gut geholfen. Also immer schön weiter Tipps geben, das freut mich natürlich immer wieder. Hat er gerade Second Life benutzt als Skill, um irgendeinen von seinen Einheiten wiederzubeleben mit null Leben. Also viel hatte er da nicht mitmachen können. Sehr schön. 24, auf Level 24 ist er jetzt. Also wir müssen die ganzen Lilanen richtig hochpushen. Ich werde mir jetzt übrigens mal... ja, die Claim und so weiter. Ich werde jetzt wirklich mal mitnehmen. Ach, komm schon. Habe ich aber den ganzen letzten noch nicht so gemacht. Launcher Elite. Was haben wir hier dann für ein Level? Rust Turn. Ihr habt ja schon Upgrade Savage Squad. Das sind schon die besseren Dinger. Ich wollte noch ganz kurz überall die Rewards mitnehmen. Die haben wir... Okay, da brauchen wir die Elite noch. Den müssen wir auch später machen. Claimed alle. Hier musste ich, glaube ich, alle claimen. Richtig. Na, wie vergesse ich das immer, glaube ich. Entweder ich vergesse es oder ich würde es einfach nicht mitnehmen. Alter, richtig viele Kisten kriegen wir hier dazu. Ja, die Elite-Level müssen wir... Hier, seht ihr? 8 bis 10. Warum habe ich von 7 bis 10 gesagt? Gehabt. Ich habe, glaube ich, von 8 bis 7 bis 10 gelesen gehabt. Ne, ist auch 8 bis 10. Mich blind? Oder war es ein anderes Level? Ach so, das war das. Okay, 4 bis 7. Okay, da habe ich mich verguckt gehabt. Ja, macht ja auch nichts. Da haben wir wieder einen neuen Pokal. Complete 80, 70.000 Punkte. Was gibt's für Complete 90? 100.000 Gold. Also nicht 80.000 Punkte, sondern 100.000 Gold. Ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam mal die Elite-Level weitermachen. Deswegen machen wir noch ganz kurz. Ich werde jetzt auch erstmal 15 Minuten, obwohl 13 Minuten Parts immer versuchen zu machen. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzere Parts, weil ich finde, kürzere Parts machen das Projekt ein bisschen spannender als immer so längere 15 Minuten Parts, die eigentlich fast jeder hat. Und ich finde einfach mal, 12 Minuten Parts sind eigentlich recht in Ordnung. Aber ich überziehe das sowieso immer, das ist schlimm, wirklich. Aber ich versuche mein Bestes zu tun, so da mal, bam. Ich finde es schade, dass man immer nicht alle trifft. Ich glaube, man trifft aber nur ein Squad. Und welches Squad getroffen wird, das ist, weiß ich nicht, welches, seht ihr, die Gegner machen uns gar keinen Schaden, wir aber richtig viel. Weil wir einfach wesentlich höher sind als die. Aber ist doch in Ordnung, können wir auf jeden Fall recht schnell durchrushen. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder Elite-Level machen, weil ich damit richtig krass hinterherhänke und ich die ganzen Rewards von den Dingern brauche. Bäm, da hat der Riese geschmissen. Ich brauche wirklich sehr, sehr viel in der Moral-Skills für die Riesen. Ich liebe es auch, wenn man irgendwas hat, was man wirklich greifbar maxen kann. Dann weiß man immer, oh, komm, jetzt brauchst du noch, weiß ich nicht, vielleicht noch 9 Riesen-Level und dann hast du das fertig. Das ist einfach wirklich toll. Das spornt mich an, weiter aufzunehmen, weiter zu spielen. Das macht einfach Spaß. Und nicht sowas wie, da sind jetzt noch 5000 Level vor mir und danach geht's vielleicht weiter, weil die Entwickler sich denken, oh, die Leute müssen mehr Geld ausgeben. Das ist dann nicht so ganz so toll. Hier finde ich es immer ganz in Ordnung, weil hier kannst du wirklich was erreichen, hast du wirklich sehr, sehr viele Erfolge zwischendurch. Hier vor allem die Daily Quests, die du recht leicht erreichen kannst. Das Gold, was du wirklich sehr, sehr oft kriegst und die ganzen Upgrades für die Truppen und so weiter, das ist mega awesome, also es macht mir wirklich sehr Spaß weiterzuspielen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mini-Barriers. Wir haben ja sogar noch unseren, genau, wir haben sogar noch unsere Aufladung. Die werden wir dann später benutzen, denn ich werde jetzt mal richtig die Elite-Level durchrushen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Part von Mini-Barriers. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!